also ich style die eigentlich gar nicht. Also ich war ja früher total verrückt so mit meinen Haaren und hatte auch immer so Irokesen nach oben und immer blond gefärbt und besonders in der Zeit, wo ich in Salzburg war, total verrückt, immer was Neues. Und das ist dann so ein bisschen weniger immer geworden. Also das Blonde ist immer geblieben. Das Blonde habe ich mir damals mal in Osnabrück das erste Mal gemacht. Und das hat mir irgendwie so auch ein bisschen Glück gebracht, wie mit der Rückennummer 44 dann in Salzburg. Ja, das Blonde werde ich auch sicherlich immer beibehalten. Ich mag es einfach und das ist wie so ein Markenzeichen von mir geworden. Aber das Verrückte ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden. Also ja. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile alle Kinder und auch nicht mehr so viel Zeit zum Friseur zu gehen und wahrscheinlich habe ich mir dann auch gesagt, ja komm, jetzt lass einfach mal wachsen und weil ich war schon sehr, sehr oft beim Friseur und dann auch sehr lange, muss ich sagen, weil das Blondieren hat bei mir allein schon immer 3-4 Stunden gedauert und da hing ich dann wirklich lang und die Zeit ist jetzt nicht mehr da.